Vielleicht sieht man meine Poren ein bisschen. Und damit hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute mal was ganz, ganz anderes, denn wir werden gemeinsam shoppen gehen. Ich habe mit vielen von euch schon über diese Problematik gesprochen, und zwar dem Thema, findet man als Übergewichtige überhaupt noch irgendwelche Klamotten? Einfach beim Shoppen gehen. Und ich muss sagen, ich war schon Ewigkeiten nicht mehr shoppen. Ich bestelle eigentlich alles online, obwohl ich das so ungern tue, denn man kann die Größen einfach gar nicht einschätzen. Man bestellt dann irgendwie von einer Sache 5 verschiedene Größen, hofft, dass eine dann passt, muss das dann alles wieder zurückschicken. Ich persönlich würde viel lieber in die Läden gehen, würde einfach shoppen gehen und gucken, okay, was passt mir, wie fühlt sich der Stoff an und sitzt das auch richtig gut und so. Auch gerade das Erlebnis mit Freunden oder Freundinnen, das fehlt mir einfach unfassbar. Und deswegen dachte ich, vielleicht hat sich ja in den letzten Jahren ein bisschen was getan. Wir werden heute mal gemeinsam shoppen gehen. Ich werde meinen Mann mitnehmen und meinen Sohn. Genau, und wir gucken einfach mal. Wir fahren in die Gropius-Passage hier in Berlin. Da sind verschiedene Läden, verschiedene Auswahl. Und wir gucken einfach mal, finde ich denn überhaupt irgendwas für mich Passendes? Oder ist es so wie vor 5 Jahren für mich, dass ich einfach nichts finde und auf online im Prinzip angewiesen bin? Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß bei dem Video und sage erstmal Tschüssi, bis gleich. Die erste Hürde. Oh, ich glaube, das war gar nicht so clever, dass sie aufzunehmen wurde. Gott, die machen auf Kopfsteinpflaster. Ja. Also auf jeden Fall ein harter Test für den Windstabilisator. Oh mein Gott, was? So, Versuch Nummer 2. Die erste Hürde haben wir tatsächlich nicht im Geschäft selber, sondern schon zum Geschäft hin. Denn hier ist die komplette Kreuzung gesperrt. Hier gab es scheinbar einen Unfall. Wir waren noch nicht so weit dran, dass man es hätte sehen können, aber wir vermuten es. Und dementsprechend müssen wir jetzt erstmal gucken, wie wir uns hier irgendwie drum herum wursteln, um dann eben auch anzukommen. So, wir haben es geschafft, nach anfänglichen Schwierigkeiten zwecks Kreuzung bzw. der Tatsache, dass ich meinem Mann 5-mal gesagt habe, es ist nur noch ein Platz auf dem Parkdeck und er trotzdem hingefahren ist, obwohl da schon ein Auto stand, sind wir jetzt dann endlich raufgekommen. Und in der Zwischenzeit, wo wir jetzt gleich reinlaufen, könnt ihr ja schon mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr shoppen geht, wo shoppt ihr denn dann am liebsten Klamotten? Genau, welche Läden würdet ihr präferieren und wo sollen wir denn mal hingehen?
wir auch schon wieder auf der Couch am nächsten Tag, denn wir haben dann gestern einfach noch so ein bisschen den Tag zu zweit bzw. zu dritt genossen. Der Kleine hat aber viel geschlafen, also kam es mir so ein bisschen vor wie so, ja, wie so ein bisschen Paarzeit, was auch sehr, 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 sehr schön war. Wir haben dann nachmittags Emily abgeholt und sind dann mit ihr noch ein bisschen durch die Gegend und dann wurde es auch recht schnell dunkel. Und dann sind wir nach Hause, haben hier noch ein bisschen was gebastelt, Kakao getrunken und genau, den Abend dann ausklingen lassen. Und dann dachte ich, ach komm, ich setze mich einfach am nächsten Tag mit euch hin. Ich bin mal gespannt. Der Kleine liegt nämlich da unten auf seiner Decke, hat gerade versucht, sich nach vorne zu drücken mit den Füßen, was sehr, sehr anstrengend ist. Und dementsprechend bin ich mal gespannt. Der ist jetzt gerade eingeschlafen, weil die Anstrengung natürlich so groß. Weil die Anstrengung natürlich so groß war. Genau, dass er jetzt total platt ist, aber eben gerade rührt er sich natürlich. Deswegen wollen wir mal ganz kurz und ganz schnell noch ein Fazit ziehen zu dem gestrigen Tag. Also es war lustig. Es war aber tatsächlich, wie ich es befürchtet hatte, sehr, sehr schwer, etwas zu finden. Ich habe tatsächlich ein einziges Teil gefunden, was mir sowohl gefallen hat, als auch tatsächlich gepasst hat. Allerdings hatte genau dieses Teil einen Fadenzieher und es gab ihn nur, also den Pulli in Blau, gab es tatsächlich nur ein einziges Mal. Dementsprechend habe ich den dann nicht genommen, bin also mit leeren Händen raus. Gut fürs Portemonnaie, aber schlecht für die Seele. Bestätigt nur noch mehr, dass ich einfach von meinem Gewicht runter möchte, denn ich möchte einfach auch wieder diese Normalität leben können. Ich möchte gerne ins Geschäft gehen und einfach was einkaufen können. Klar ist mir auch bewusst, dass auch gerade mit der großen Oberweite das für mich sehr, sehr schwierig zu gestalten ist, Sachen zu finden, die einfach passen. Aber mein Bauch ist natürlich auch nicht ohne. Also der ist natürlich auch noch sehr präsent und auch nicht so wirklich zurückgegangen, beziehungsweise noch nicht so, wie ich mir das gewünscht hätte. Aber gut, wir arbeiten ja dran. Wir sind ja dabei. Wir waren auch gestern noch im Fitnessstudio und ja, jetzt erstmal nochmal zu den Geschäften. Also wir waren im Peek & Cloppenburg, wie ihr gesehen habt, im Olymp und Hades. Wir konnten tatsächlich nicht überall filmen, weil je nachdem, wie voll es dann auch war, ich möchte nicht unbedingt so viele fremde Menschen in meinem Video haben und die fremden Menschen möchten das wahrscheinlich auch nicht. Zudem konnten wir natürlich in den Läden selber nichts sagen, allein schon wegen der Musiklizenzen, die ich natürlich nicht habe. Also bitte verzeiht mir das, ich hätte auch da gerne ein bisschen mehr gequatscht. Allerdings ist es so, wenn ich das auf YouTube hochlade und da läuft Musik im Hintergrund, was ja bei den meisten Läden der Fall ist, dann wird mein Video gesperrt und dementsprechend haben wir das einfach so gemacht. Wir hatten auf jeden Fall riesig viel Spaß. Wir waren, wie gesagt, H&M habe ich mir gespart, weil da weiß ich, dass ich nichts finde, obwohl da die Sachen wirklich sehr schön sind und mir auch gut gefallen. Wir waren im Only, wir waren im Olymp und Hades, da habe ich erst gar nichts gefunden, also gar nichts, was in meiner Größe vorhanden ist. Und ich muss auch sagen, die Größen sind echt, also das hat sich definitiv verändert. Also ich glaube, noch eine damalige 38 oder so ist gefühlt heute eine 44 oder so. Also schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob das wirklich so ist oder nicht. Ich war, wie gesagt, schon lange nicht mehr shoppen. Und ich habe hier eine Hose, die geht halt nicht über den Bauch. Die passt halt von den Beinen total gut. Die ist 44. Und ich hätte jetzt halt gerne eine Highwaist genommen. Wahrscheinlich dann eben eine 48 oder so, weil mein Bauch halt schon noch relativ groß ist. Aber ich habe halt nicht mal in eine 48 reingepasst, von den Beinen her. Also das war schon extrem krass. Habe dann hier zu Hause nochmal die 44 angezogen und die hat halt gepasst. Und wir reden hier über Ernstings Family. Also ich war halt auch bei Ernstings Family und habe da eine 48 angezogen. Und die ist nicht mal über meine Beine rübergegangen. Und es war jetzt kein anderer Schnitt oder so. Es war einfach genauso gerade geschnitten und so. Nur halt eben dann High-Waist oben. Genau. Also es ist schon frustrierend gewesen. Also das muss ich schon sagen. Es hat mir Spaß gemacht, weil ich es mit Philipp machen konnte. Und Philipp auch gesagt hat, hey, sei nicht frustriert, sei nicht traurig. Du arbeitest dran, du versuchst was zu verändern und du wirst es schaffen und das weiß ich. Und er hat mich da wirklich so richtig gepusht und gesagt, du machst das so klasse und ich bin da so stolz auf dich. Und momentan hatte ich halt wieder so einen kleinen Hänger auch, was die Ernährung angeht. Einfach der Tatsache geschuldet, weil sich nicht wirklich was auf der Waage getan hat. Ich habe mit Wassereinlagerungen zu kämpfen und so. Und mein Bauch stört mich momentan wirklich extrem, weil er einfach noch so präsent ist. Obwohl er wieder ein bisschen auch fester geworden ist. Aber irgendwie merke ich halt jetzt doch nach der zweiten Schwangerschaft einfach, dass er ganz schön wabbelig ist. Keine Ahnung, wie ich es anders beschreiben soll. Er ist halt einfach weich und es ist normal, aber es macht mich trotzdem irgendwie unglücklich. Wisst ihr, was ich meine?
ich bin halt irgendwie nicht so zufrieden, aber wie gesagt, klar, man verändert was. Ich war auch gestern dann direkt mal im Fitnessstudio, weil ich mich dazu entschieden habe, jetzt wirklich auch mit Sport anzufangen. Ich fühle mich wohl, ich fühle mich fit. Ich will das einbauen, auch gerade zum Stress abbauen. Und ja, ich mache jetzt am Donnerstag diese Woche ein Probetraining und hoffe wirklich sehr, dass ich schon ready bin. Also die waren auch total nett und goldig. Die haben das total verstanden, dass ich gerne anfangen möchte, dass ich aber auch Angst habe wegen meiner Kaiserschnittnarbe und so. Und die haben gesagt, wir machen jetzt ein Probetraining, gucken einfach mal, wie es läuft. Und wenn ich mich dann gut fühle und sage, okay, hey, ja, ich traue mir das zu, dann starten wir dann wahrscheinlich Mitte November oder Anfang Dezember. Und sollte ich mich noch nicht wohlfühlen, dann machen wir im Dezember einfach nochmal ein Probetraining, so lange, bis wir halt einfach sicher wissen, okay, mein Körper ist wirklich auch so bereit, wie mein Kopf es ist. Das finde ich tatsächlich richtig, richtig cool. Ja, ansonsten, wie gesagt, sehr enttäuschend. Ich muss auch sagen, irgendwie gefällt mir die Mode nicht mehr so wirklich. Also vieles kommt einfach wieder. Also ich bin ja ein Kind der 90er. Und also gerade diesen Tisch mit den Britney Spears Sachen und weiß ich nicht, so Camouflagehosen, sowas haben wir halt damals getragen und das ist eigentlich total out und ist jetzt aber irgendwie wieder total in. Also man merkt, es kommt wirklich alles wieder. Aber ich will es nicht mehr tragen. Also wisst ihr, was ich meine? So für mich bleibt das, glaube ich, auf ewig out. Irgendwelche Tribals mit Glitzersteinchen und so Krams und Gedöns. Das will ich nicht mehr tragen müssen. Ja, oder auch die Jacken, die teilweise dann irgendwie nur bis über den Bauchnabel gehen. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile modern ist oder so, aber mir kam das dann so vor, als würde mir einfach so ein Stück fehlen. Als hätten sie so ein bisschen Kleidung vergessen oder die Leute sind geschrumpft vom Oberkörper her. Ich weiß es nicht. Könnt ihr mich ja gerne mal aufklären. Ja, also es war wirklich in Kombination sehr schwer, Sachen zu finden, die mir halt gefallen haben. Und die halt dann eben auch noch gepasst haben, beziehungsweise ich habe ja so großartig keine Sachen gefunden, die gepasst haben. Beim C&A gab es eine sehr erschreckend kleine Ecke für große Größen, für die ich dann tatsächlich irgendwie zu schlank war. Also sehr frustrierend, ich habe das zu Philipp auch gesagt, also für die normalen Größen bin ich irgendwie zu fett und für die fetten Größen bin ich irgendwie dann doch noch zu schlank. Also das hing halt alles nur rum, das war wirklich nur am Schlabbern, das hat dann irgendwie nochmal gefühlt 20 Kilo draufgeschlagen. Das hat mir irgendwie alles nicht gefallen und auch von den Motiven her nicht. Also dann wirklich so eine Farben und richtig vollgeklatscht mit Muster, wo man so selber denkt, fühlen sich dann übergewichtige Frauen damit richtig wohl, wenn sie eh schon das Gefühl haben, also ich spreche jetzt nur für mich, aber ich habe ja eh schon das Gefühl, so, ne, ich bin jetzt nicht irgendwie eine Dampfwalze, aber so, ihr wisst, was ich meine, so, ne, ich habe eh schon das Gefühl, ich bin halt so mächtig einfach unterwegs und dann ziehe ich mir noch irgendwas an mit so neongrellen, grünen und dann noch pinken Mustern oder so. Fühle ich nicht. Also ich persönlich fühle es einfach nicht. Ja, auch gerade so mit großer Oberweite. Ich habe das in dem Video gesehen. Ich habe das schon angefangen zu schneiden gestern. Und mir ist das selber gar nicht so bewusst. Ich denke eigentlich immer, naja, meine Brust ist jetzt nicht so groß. Aber wenn ich dann so ein Video sehe, denke ich manchmal auch, ach du heilige Kanäle. ja, und also da jetzt dann noch so Muster drauf zu packen, damit das noch so präsenter ist. Ich meine, klar, manche wollen das vielleicht, aber also ich will es nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie es euch geht. Wie gesagt, gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Steht ihr auf so Leo und, weiß ich nicht, Zebra-Prinz und irgendwelche krassen Motive oder mögt ihr es dann eher schlichter? Beziehungsweise Motiv geht ja, aber halt auch, ne, was heißt ein schlichtes Motiv, ne? Oder vielleicht einfarbig oder maximal zweifarbig, aber jetzt nicht irgendwie hauptsache so viel Farbe drauf geklatscht, wie geht. Also manchmal habe ich gerade bei so Mode für übergewichtige, mollige, wie man es auch immer sagen mag, ohne dass sich jemand angegriffen fühlt mit diesem Wort, habe ich das Gefühl, da wurden irgendwelche Restfarben oder so einfach auf den Pulli geklatscht oder so gefühlt. Also, naja. Es hat mir trotzdem Spaß gemacht. Ich glaube, ohne Philipp wäre ich sehr deprimiert gewesen. Ich war auch gerade, als ich die Hose angezogen habe, doch ein bisschen deprimiert. Aber wie gesagt, dadurch, dass Philipp mich so aufgefangen hat und gepusht hat und gesagt hat, hey, du arbeitest dran und vergiss es nicht und du hast jetzt zwei Kinder gekriegt, aber du wirst es schaffen. Das war schon sehr schön, aber ja, in Summe ist es dann doch trotzdem frustrierend gewesen. Genau.
Ich bin also dementsprechend sehr gespannt. Wir werden dieses Video in regelmäßigen Abständen erneut drehen. Immer wieder, wenn ein bisschen weg ist vom Gewicht. Ich glaube, das wird ganz spannend. Und dann bin ich sehr gespannt, sehr, sehr doll gespannt, ab wann ich denn dann auch endlich wieder einkaufen gehen kann in ganz normalen Läden. Schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare, geht ihr denn online shoppen, weil ihr auch nichts findet, so wie ich? Oder sagt ihr, nee, das ist überhaupt kein Problem, ich verstehe dich überhaupt nicht, ich weiß gar nicht, warum du überhaupt so ein Problem hast, ich finde immer was. Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare, gebt dem Video gerne ein Däumchen nach oben und in diesem Sinne sage ich jetzt erstmal Tschüssi. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Video und wünsche euch einen wunderschönen Tag, Nacht, Abend, wann auch immer ihr dieses Video sehen werdet. Bis denn!